Der sah nicht nur auch so, sah sogar so ein bisschen ähnlich aus, hat also einen Hinterradmotor und hat knapp 1000 Watt Leistung gehabt, hat er erzählt. Und die Akkus sind hier unterm Sitz. Und er wollte einen Reichweitentest oder er hat einen Reichweitentest mit diesem Roller gemacht. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität. Ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr so fleißig und so aktiv das Video zu meinem kleinen Fazit 1000 Kilometer mit dem E-Roller aus dem Einkaufsmarkt geguckt habt. Über 5000 Views. Herzlichen Dank dafür. Das zeigt mir, das zeigt uns, dass ihr ein bisschen Interesse habt. Und wir haben natürlich auch mit großem Interesse die Kommentare gelesen, die ihr unter das Video gepostet habt. Und um nicht alle Fragen einzeln zu beantworten, was wir natürlich grundsätzlich gerne machen, kam dann spontan die Idee auf, wir machen einen zweiten und wir machen sogar noch einen dritten Teil, denn wir möchten euch eure Fragen ganz praktisch beantworten. Heute in dem Teil geht's los und ich fange mal an mit einer Frage, die gekommen ist von jemandem, der gesagt hat, ja, also Elektroauto ist für mich zu teuer, kommt nicht in Frage, ich wohne auch in der Stadt, aber was brauche ich denn überhaupt so alles an drumherum, wenn ich mir so einen Elektroroller zulege? Ja, was braucht ihr drumherum? Das Allerwichtigste, was ihr braucht, ist natürlich hier, ihr braucht einen Helm, völlig klar. Meine Empfehlung ist ein Integralhelm, bietet aus meiner Sicht einfach den maximalen Schutz. Das Zweite, was ihr unbedingt natürlich braucht, sind Handschuhe, ist völlig klar. Ich bin ja schon früher sehr viel Motorrad und Roller gefahren und habe auch noch meine Motorradhandschuhe, aber die waren mir ehrlich gesagt immer zu kalt, obwohl es auch gefütterte sind. Und dann habe ich mir irgendwann mal aus dem Outdoor-Bereich Handschuhe gekauft, die auf den ersten Blick und wenn man sie anfasst, auch gar nicht so besonders dick sind, aber sie waren gelabelt mit tragbar oder Komfortbereich bis minus 5 Grad und dann dachte ich mir, okay, das probiere ich mal aus und was soll ich sagen, ich habe noch nie so warme Hände gehabt, selbst bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, wenn man mit dem Roller fährt, wie in diesen Handschuhen. Also natürlich wird es kalt, aber ist überhaupt nicht zu vergleichen mit den Eisfingern, die ich früher hatte, mit den normalen Motorradhandschuhen. Die sind wasserabweisend, das heißt, auch wenn es regnet, bekommt man innen drin keine nassen Finger. Sie haben hier innen drin so eine aufgeraute Oberfläche mit Gummierungseinsätzen, dass man also einen guten Griff hat. Ansonsten braucht man natürlich auch weiterhin entsprechende Kleidung. Und das Wichtigste wäre natürlich eine richtige Motorradschutzkleidung, also Kevlar oder Leder. Habe ich auch zu Hause. Heute habe ich mich allerdings mal in meine Outdoor-Kleidung geschmissen. Das bedeutet, ich habe festgestellt, für mich ist das Wichtigste, dass es eine winddichte Kleidung ist. Was trage ich heute? Wir haben 3 Grad, das ist also auch schon frisch und ich habe ja heute auch noch ein bisschen was Längeres vor, was ich euch gleich erzählen will. Ich habe mir also drunter gezogen eine Thermounterwäsche, das heißt also ein Thermounterhemd mit langen Ärmeln und eine Thermounterhose. Dann habe ich eine ganz normale Jeans an und hier unten drunter, ich zeige euch das mal, ich gehe mal so ein bisschen in die Knie, dann könnt ihr das sehen, also so eine Fahrradregenhose, die ich mir drüber gezogen habe, weil das Wichtigste ist, das muss winddicht sein. Das ist das A und O. Ihr könnt anziehen, was ihr wollt. Wenn es nicht winddicht ist, kriegt ihr in kürzester Zeit kalte Füße, kalte Beine, vor allem kalte Knie. Und das ist echt unangenehm. Und wer beim Fahren friert, der fährt unsicher. Was habe ich oben drum an? Unter dem langen Thermounterhemd habe ich ein ganz normales, einfaches Sweatshirt drunter. Darüber habe ich einen Fleece-Troja, also so einen dickeren Pulli mit einem hohen Kragen. Mit einem Reißverschluss habe ich zugemacht. Darüber habe ich hier noch so einen Fleece-Kragen, um das hier, den Helm hier drum zu machen, damit das alles schön winddicht ist und dann eine Outdoor-Jacke oben drüber, damit das Ganze auch entsprechend winddicht ist. Und so kann ich sagen, mir ist richtig warm beim Fahren. Ich bin jetzt schon die ersten paar Kilometer gefahren und ich muss sagen, also von Kälte keine Spur. Dass man natürlich im Gesicht ein bisschen friert, dass es kalt wird, das ist klar. Für mich als Brillenträger ist es besonders schwierig, mit Visier runterzufahren, weil es beschlägt alles doppelt. Ich fahre also meistens, auch wenn es sehr kalt ist, mit offenem Visier, auch wenn das ein bisschen anstrengend ist. Wenn es richtig kalt wird, habe ich noch eine richtige Sturmhaube, die richtig drumherum geht, um das hier oben auch noch ein bisschen abzudichten. Aber darauf muss man sich einfach einlassen. Man fährt halt kein Auto mit Heizung, man fährt einen Roller. Okay, also das ist das Punkt, was sollte man denn so anziehen? So, das war der erste Punkt.
Dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, der von euch gefragt wurde, nämlich wie laut ist eigentlich so ein Elektroroller? Und dafür mache ich jetzt mal hier einen Versuchsaufbau fertig. Und zwar werde ich die Kamera, mit der ich das gerade filme, hier drüben gleich mal platzieren. Dann werde ich daneben mein Handy mit dem Mikrofon platzieren, mit der Lautstärke-App, die ihr auch schon kennt. Und das Wichtigste ist, ich werde dann an diesem Aufbau zweimal vorbeifahren und einmal mit 30 km/h und einmal mit knapp 45, also der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit, vorbeifahren, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie laut bzw. wie leise das ist, mit so einem Elektroroller zu fahren. Ich mache auch noch eine Lautstärke-Messung am Handy und die Ergebnisse, die schauen wir uns dann gleich auch gemeinsam an. Aber jetzt könnt ihr erstmal beobachten, wie laut oder wie leise das ist, mit so einem E-Roller zu fahren. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 3. Wie sieht es denn nun eigentlich mit der Reichweite aus? Ihr kennt vielleicht den YouTuber Tesla Björn. Tesla Björn ist sicherlich einer der besten und einer der bekanntesten YouTuber im Bereich Elektromobilität aus Norwegen. Wer ihn noch nicht kennt, wir verlinken mal hier oben oder unten in den Shownotes, muss man mal gucken, seinen Kanal. Und der beschäftigt sich nicht nur mit Teslas, sondern der beschäftigt sich mit allen möglichen Elektrofahrzeugen auf eine sehr, sehr lustige und wirklich unterhaltsame Weise. Das macht er super. Und er hat neulich ein Video gemacht zum Elektroroller, zu einem Elektroroller in Thailand. Und als ich mir das Video angeguckt habe, dachte ich so irgendwie, das erinnert mich irgendwie sehr an meinen Roller. Ich blende ihn hier nochmal rüber auf meinen Roller. Nämlich im Prinzip, der sah nicht nur auch so, sah sogar so ein bisschen ähnlich aus. Hat also einen Hinterradmotor und hat knapp 1000 Watt Leistung gehabt, hat er erzählt. Und die Akkus sind hier unterm Sitz. Und er wollte einen Reichweitentest oder hat einen Reichweitentest mit diesem Roller gemacht. Der Hersteller, auch der Akku übrigens, hatte eine sehr ähnliche Kapazität von knapp 1,2 Kilowattstunden. Und der Hersteller hat also eine Reichweite von 60 Kilometern angegeben bei einer Geschwindigkeit von 35 km/h. 35 km/h als Durchschnittsgeschwindigkeit. Und ich dachte so, Mann, das ist ja irgendwie genauso wie dein Roller hier aus dem Supermarkt. Das probierst du auch mal aus. Und da eure Frage auch nach der Reichweite kam, machen wir das jetzt mal. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen gefahren. Ich bin hier in dieses in diesen Komplex hier gefahren, um diese Aufnahmen hier mit der Lautstärke zu machen. Bin auch ein bisschen hin und her gefahren, habe vorher noch eine kleine Erledigung gemacht. Und ich zeige euch mal, ich bin also jetzt bei 6, könnt ihr das erkennen? Genau, bei 6,6 Kilometer. Die Akkuanzeige zeigt mir noch voll an. Aber das ist wie bei diesem Roller, den auch der Tesla Björn vorgestellt hat, kein echter Füllstand, sondern es ist nur eine Spannungsanzeige. Wir müssen also mal gucken, wie sich das tatsächlich beim Fahren nachher verhält. Die weiteste Tour, die ich bisher mit dem Roller schon mal gefahren war, waren knapp über 30 Kilometer. Das war ganz problemlos. Und jetzt bin ich also mal gespannt, was mit dem hier zu schaffen. Ich habe den Roller, also die Batterie also komplett aufgeladen, diesen Akku. Ich habe auch noch einen zweiten Akku dabei, denn das ist dann auch so ein Thema, was auch gefragt war, ja, wenig Reichweite und das Laden dauert so lange, was soll ich mit so einem Blödsinn? Mit einem normalen kleinen Benzinerroller fahre ich mal schnell an die Tankstelle und kann dann wieder die nächsten 50, 60 oder 100 Kilometer fahren. Ich weiß gar nicht, wie weit die eigentlich fahren können. Ja, richtig. Aber mit so einem Zweitakku habe ich ja im Prinzip meine Steckdose dabei. Das heißt, ich brauche nachher nur noch umzustecken. Meine Empfehlung, und das war auch der Grund, warum ich mir sofort einen zweiten Akku gekauft habe, ist, du wirst garantiert irgendwann mal irgendwelche Touren machen, die länger sind als die Reichweite, die wir heute ermitteln wollen. Und das Einfachste ist einfach einen zweiten Akku ranzustecken. Der kostet zwar Geld und das kostet auch Ressourcen, das ist mir bewusst. Auf der anderen Seite will ich aber mit diesem Roller auch mehr machen, als zum Bäcker zu fahren. Okay, da ich beim Fahren nicht filmen kann und auch nicht filmen werde, werde ich ab und zu mal ein bisschen Stopp machen. Was habe ich vor? Ich habe vor, so eine gemischte Tour jetzt zu machen. Ich schätze mal, ich werde ungefähr so eine Stunde noch unterwegs sein. Ich werde also höchstwahrscheinlich nach Berlin reinfahren. Vielleicht fahre ich hier von Zehlendorf aus irgendwie Richtung Steglitz. Muss mal gucken. Und ich muss ja immer da fahren, wo ich auch dann wirklich im Notfall dann anhalten kann und den Akku umstecken kann. Spätestens dann melde ich mich aber. Ich denke mal so vielleicht nach 25 Kilometern mache ich mal einen kurzen Stopp und sag mal Hallo und sag, wie es läuft. Kurzes Zwischenfazit. Ich zeige euch mal, wie weit wir jetzt sind. Bei 30,4 Kilometer. Ja, und es kann noch weitergehen. Und bevor jetzt der Bus hier vorbeigeht und hier gar nichts mehr versteht, fahre ich jetzt einfach mal weiter.
So, jetzt ist es soweit. Nach knapp ein, dreiviertel Stunden Fahrerei ist jetzt der Roller aus. Also keine Anzeige mehr. Und ja, es waren knapp 42 Kilometer. Jetzt muss man dazu natürlich auch sagen, dabei waren irgendwie gefühlt 100 Ampelstopps. Also ich denke mal, mit 40 Kilometern kann man sehr gut rechnen. Diese Maximalreichweite, weiß ich nicht, ob man die mit dem Roller jeden Tag fährt, aber die ist halt wichtig, um überhaupt erstmal die Laufleistung des Akkus ausrechnen zu können. Denn dann kann man mit 40 Kilometer pro Zyklus rechnen. So, jetzt werde ich den Akku mal umstecken. Also, wenn man so will, Ladezeit gleich 0. Zweiter Akku ist dran. Mal schauen. Jawohl. Und es kann weitergehen. So, jetzt wollen wir den Akku wieder aufladen nach den knapp 42 Kilometern. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dieser Reichweite. Die Bedingungen waren ja alles andere als optimal. Es war kalt draußen, es waren sehr viele Ampelstopps. Ich glaube also, wenn man wirklich Strecke fahren kann, ohne viele Stops, dann kann man mit 40 bis 45 Kilometer Reichweite rechnen. Wenn man so im Innenstadtbereich unterwegs ist, dann sollte man mit 35 bis 40 Kilometer rechnen. Diese 40 Kilometer, die können wir auch dann als Grundlage nehmen für die Berechnungen, die wir für den dritten Teil brauchen, wenn es dann um die Kosten, Haltbarkeit und so weiter geht. Die Akkus oder der Akku, den ich hier habe, der hat ja jetzt auch schon so um die 40 Ladezyklen hinter sich. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich so klasse finde beim E-Roller mit dem Laden. Denn den kann ich ja ganz entspannt zu Hause aufladen. Da brauche ich ja nicht irgendwie an irgendeine Ladestation zu gehen, sondern ich habe den Akku jetzt einfach aus dem Roller genommen. Hier ist der Ladeanschluss. Hier liegt schon das Ladegerät bereit. Und hier drüben habe ich mal fertig gemacht jetzt, um den kompletten Verbrauch zu messen. So ein Strommessgerät, was ich angeschlossen habe. Der Akku selber blinkt jetzt nur noch in Rot. Das heißt, er ist jetzt leer. Er hatte ja abgeschaltet. Und um den Akku jetzt zu laden, stecke ich einfach jetzt hier den Stecker entsprechend drauf. Das riegelt ein und starte den Ladevorgang. Das Ladegerät geht dann auf Rot. Das bedeutet nicht Störung, sondern das bedeutet einfach nur, der Akku wird geladen. Ihr seht, dass jetzt die Ladeanzeige am Akku blinkt. Und geladen wird jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, mit 280 Watt. Das wird sich dann wahrscheinlich noch ein bisschen steigern. Wenn man den Akku nicht so tief entladen hat, dann lädt er ja bis zu 330 Watt. Jo, und dann bin ich jetzt mal gespannt, was insgesamt in den Akku jetzt reingeladen werden kann. Das ist ja ein 1,2 Kilowattstunden Akku. Und ich gehe mal aus mit den Ladeverlusten von etwa 10%. Der Akku ist jetzt fertig geladen. Ich habe zwischendurch ein paar andere Sachen erledigt. Alles prima. Gucken wir uns mal sozusagen das Ergebnis an. Also zunächst mal, das Ladegerät zeigt jetzt grün. Das heißt, es ist fertig. Der Akku selber zeigt alle Leuchtdioden. Das heißt, er ist fertig. Prima. Jetzt gucken wir mal auf das Ergebnis. Und das Ergebnis sind 1,18 Kilowattstunden. 1,18 Kilowattstunden. Das bedeutet, dass ein bisschen weniger in den Akku reingeht, als eigentlich angegeben ist. Woran es liegt, kann ich nicht sagen. Also es sind rund 1,2 Kilowattstunden. Jetzt muss man natürlich wissen, ein bisschen was an Ladeverlusten ist mit Sicherheit dabei. Sagen wir mal 10%. Also im Endeffekt ist ungefähr, würde ich mal sagen, eine Kilowattstunde in dem Akku gelandet. So, jetzt wollen wir mal rechnen. Und das Ergebnis sieht wie folgt aus. Wenn ich also diese 1,18 Kilowattstunden auf die 42 Kilometer teile, dann komme ich auf gut 28 Wattstunden pro Kilometer, die ich gebraucht habe, inklusive Ladeverluste am Akku. Wenn ich die Ladeverluste rauslasse, komme ich auf etwa 23 Wattstunden. Nee, stimmt nicht ganz. Doch ungefähr 23 Wattstunden pro Kilometer. Das heißt, der Verbrauch an sich ist super gering. Und der Verbrauch auch inklusive der Ladeverluste ist auch sehr gering. Im Ergebnis kann ich also sagen, ich persönlich bin zufrieden. Ich brauche diese 42 Kilometer Reichweite, die der Akku bringt,
ich brauche die täglich gar nicht. Ich brauche ungefähr 20 Kilometer, 22 Kilometer am Tag. Mit dem zweiten Akku hat man auch kein Problem, Strecken zurückzulegen, die länger als 40 Kilometer sind. Wer also mit einem Akku pendelt, der kann so rechnen, dass er problemlos Strecken bis 18 Kilometer einfache Strecke mit einem Akku schafft. Dann hat er noch ein bisschen Reserve, falls mal irgendwelche Umleitungen oder Umwege oder sonst irgendwas zu fahren sind, das ist kein Problem. Vielleicht kann man den Akku auch irgendwo dort laden, wo man arbeitet. Das muss man natürlich mit dem Arbeitgeber entsprechend absprechen. Das kann man nicht einfach so machen. Wenn man sich einen zweiten Akku dazu besorgt, dann kann man also problemlos einfache Strecken von, sagen wir mal, 30 bis vielleicht sogar maximal 35 Kilometer fahren, wenn man dann wechseln kann. Und dann lädt man den Akku einfach zu Hause wieder auf. Man sollte sich dann allerdings wirklich noch ein zweites Ladegerät anschaffen, damit man beide Akkus dann entspannt über Nacht wieder aufladen kann. Ja, soweit erstmal dazu. Ich hoffe, dass ein paar Fragen von euch jetzt erstmal soweit beantwortet sind. Im dritten Teil geht es dann hauptsächlich um die Kosten. Das heißt, wir gucken uns mal ganz genau an, wie sind die Kosten pro Kilometer, und wir versuchen auch wirklich mal, so gut es geht, alles reinzurechnen, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen die Umwelt, den Umweltaspekt bei der ganzen Sache mit betrachten. Wir ziehen auch einen Vergleich zum Benzinerroller. Wie schneidet da der Elektroroller ab? Betrachten natürlich auch die Herstellungsaufwand für den Akku. Jo, dann hoffe ich, dass ihr euch so wie ich auf den nächsten Teil freut. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.